Und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Plague Tale. The Plague Tale? Ich sag's garantiert, ich bin immer falsch. Wir sind wieder zurück zu Hause. Und schauen, dass wir hier bessere Ausrüstung für ihn kriegen. Das ist die Frage, was halt noch alles da ist, nach drei Wochen Zeit. Wir können dort nicht drüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Na, das Ende wird schon nicht sein. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Ja, es ist zumindest das Feuer an, also muss hier irgendjemand angemacht haben. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Ah, ist doch nur kaltes Wasser. Oh, und ich höre die Ratten. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten können wir uns immer noch nicht. Okay, ich glaube, das bringt wie nichts, dass ich da die Ratten kaputt mache. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Oh. Von da. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Ah, die werden jetzt aber nicht alle auf den Spot da hingehen, oder? Sehen wir es mal aus. Ne. Okay. Das bringt nichts. Also gehen wir hier rauf. Aber ich wäre vermutlich hier am Tag hingegangen. Das wird's. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Okay. Ach so, Moment mal. Wir müssen hier das da wegfliegen. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Ich weiß nicht, ob das zu Hause noch in so gutem Zustand ist. Der Landsitz liegt genau vor uns. Feuer. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir ja vorher noch nicht gesehen hier, ne? Ich würde hier gerne rein. Ich würde sagen, wir machen da einmal das da. So. Sind das alle tot hier drin? Ja, nicht ganz. So, komm. Mutters Rohrfeder. Hier hat sie all ihre Briefe. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Aber da macht wieder komische Sachen. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Okay, dann skippe ich das. Auch wenn es ein Collectible da drin hat. Okay. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, ja. Die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Wieso haben sie sich den Aufwand überhaupt gemacht? Hier war doch nichts mehr. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich auf? Nice. Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Einmal wegfliegen. Okay. Danke. Okay, und wir... Lukas, wir sind nicht alleine. Oh. Eine Wache. Er lebt noch.
Hier irgendjemand? Die Ratten? Ja, ich weiß halt nicht, was ich machen kann. Du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Ja, aber wie kommen wir jetzt weiter? Ich glaube, wenn wir jetzt da drüber jumpen... Ah, da hat's was zum Anzünden da hinten. Aber das bringt uns auch nichts. Okay, wir gehen einmal retour. Schau, ob ich vielleicht da irgendwie was anders machen kann. Na komm. Das ist das Weiteste, was geht. Oder wir nutzen ihn als Ablenkung. Ja, das probieren wir mal. Vielleicht reicht es. Also das heißt, da oben das Teil kaputt machen. Hier, der gehört euch. Er hat bekommen, was okay, er verdient. Das hat funktioniert. Und schnell weg. Bist du noch da? Hey! Nein, Antworten. Sorry. Dreckskerle! Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlt. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Nice. Okay, alles mitnehmen. Mehr haben wir hier nicht. Und für die hier... würde ich sagen, machen wir da mal das Licht aus. Einmal so. Ja, jetzt kann ich das... das kann ich nicht ausmachen. Moment mal, wir hatten doch ja das da, Löschfeuer. Der Gott. Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Ich hoffe, wir kriegen jetzt da irgendwo auch noch... Moment, da war noch... Okay, ne. Ich habe ja schon wieder kein Werkzeug. Glaube ich zumindest. Schauen wir mal nach. Nee, ich habe kein Werkzeug. Das gibt's doch nicht. Hier liegt halt auch wieder nichts rum. Ah, Mann. Okay, gehen wir mal rein. Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Oh. Ich bin bei dir. Gehen wir. What the fuck? Oh mein Gott, ist das real? Mein Zuhause. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Ist er dein Vater? Okay, what the fuck? Oh nein, was das denn jetzt? Lukas, ich weiß es nicht. Treib sie zurück. Was? Schieß ein Ignifier auf einen Rattenschwarm, um ihn zu vernichten. Menosa? Was war das Ignifier? Odoris? Somut? Ah, da. Okay. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter! Wo denn? Ach, da. Wir müssen in Deckung gehen. Und wo sollen wir hin? Sie sind überall. Willst du lieber hier bleiben? Das heißt, hier nicht lange durch. Hör auf!
What the fuck? Okay, wow. Können wir jetzt einfach nach vorne gehen? Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Okay. Ja, dann gib mal her. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Geil. Danke. Alter, die Kacke ist hier voll am Dampfen. Das nehme ich aber natürlich mit. Und das nehme ich natürlich auch mit. Aber viel lieber hätte ich jetzt gern mal so ein Werkzeug. Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Ja, also wenn du da irgendwie ein Mittel hast, was uns ein bisschen immun macht... Ach du Kacke. Krass. Ja, doch, Level-Design. Sie auch? Nach des ja, Homs. Sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Was auch immer die Mutter mit ihnen gemacht hat, hat sie dann wohl nicht mit uns gemacht. Oder sie regieren auf uns, weil wir nur lebendig sind. Wir sind aber das Gleiche machen, wenn wir tot sind. Okay. Komm, ich hebe dich hoch. Ja, gewiss. Natürlich ist jetzt. Wow, pass auf. Oh. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Ihr könnt uns doch jetzt hier angreifen. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Ah, da hinten habe ich was übersehen. Komm, gib. Dann halt nicht. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos. Okay. Zimmer. Jetzt glaube ich, haben wir hier eine schöne Überraschung da drin haben, oder? Oh, was? Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Okay. Das aber klärt noch nicht so ganz, was hier mit dem Raum abgeht. Es ist wirklich wie am Anfang. Kommt jetzt alle rein, wenn ich hier die Tür aufmache? Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Oh. Lukas, hier können wir nicht bleiben. Oh, ne. Okay, das ist jetzt ein Thing. Nach rechts, los. Ja, ich komme. Oh, danke schön. Da sind noch mehr. Ich erleuchte das Zimmer. Du kümmerst dich um die Ratten. Weiß ich, mach das. Der Weg ist frei, Amicia. Wir müssen weg. Zutaten mitnehmen. Und ich glaube, ich mache hier noch ein paar. Keine Ahnung, vielleicht so 7 Stück.
so eine abgedrehte Scheiße. Hier runter. Okay. Das war knapp. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Aber war dann... Ich bin ja hier. Aber na, wir müssen weiter. Jetzt nicht irgendwie das Zentrum von dem Ganzen sein, weil es hat ja dann in der Stadt ja schon angefangen gehabt, wo wir ja hingegangen sind. Wieso schleiche ich eigentlich? Brauche ich doch gar nicht. Herr im Himmel. Oh. Es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Da hat's wieder... Eine Blume. Nice. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie... Sind vielleicht diese Blumen dann später die Zutaten? Oder ein Teil davon? Habe ich es jetzt ausgewählt? Ja, okay. Entzündet Blut. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Komm schon, sehr gut. Los! Komm schon! Schieß nicht daneben! Danke für die Hilfe! Ja. Okay. Sehr gut, das bleibt erstmal permanent an. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Na, das glaube ich auch nicht. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, Lukas. Ja, jetzt habe ich mal 9 Stück. Ich glaube, das wird schon mal reichen. Na? Verdammt. Wo kommt der Erste? Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich. Oh, und da kommt der Nächste. Das. Sehr gut. Aber wieso eigentlich Feuer? Also, Vizius mit dem Licht bist doch eigentlich auch drin, oder? Weil da wir sie ja alle zerstören können. Sorge, alles gut. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben gut umkaut. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Hä? Was ist los? Okay. Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran. Weiter so. Ich tue, was ich kann. Okay, es ist nicht mehr weit. 50 Meter. Die Bäder. Wir sind fast da angekommen. Amicia. Ich habe nicht gedacht, komm. Ich denke, dass... Soll ich mir jetzt gerade nicht so viel quatschen, aber ich bin ganz leicht angespannt. All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt. Ja, aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Komm, ein paar Meter noch. Wird schon nichts mehr passieren jetzt. Sehr gut. Komm her. Komm. Das reicht schon. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du, du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können.
Na los, ach was, ich weiß nicht, was komm. Meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los. Außerdem, gehen Sport wir. Ist gesund. Solange man sich nicht wehtut. Ah, Moment mal. Schau mal, ich zuerst mal hier. Da bin ich voll. Lukas, hier. Ah. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Ja, eigentlich lebt ja jetzt gar keiner mehr von dem ganzen Volk hier. Das ist jetzt nur noch die Mutter und halt wir zwei. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neu... Hilf mir beim Schieben! Ja, gut! Wieso schieben? Ich möchte dir da gar nicht... Nein? Lass mal wieder. Wir schauen jetzt hier erstmal... Aber hier hat's nichts. Warum sollte ich... Ich darf auf gar keinen Fall hier schieben. Wir machen einmal... den hier. So. Ja, jetzt können wir schieben. Komm und hilf mir! Unverzüglich! Na komm! Also ich kann nur so schieben, okay. Oh oh. Gehen wir noch mal schnell ins Feuer. Nummer 1. Raten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Okay, sehr gut. Das noch mehr Raten. Ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. 3 Symbole, 4 Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Ja, ich würde sagen... Wieso darf ich jetzt nicht? Mann. Nee, Aktion ist verboten. Die Schlange, von der bekam ich immer Albträume. Okay. Die Kröte, hässlich wie eh und je. Der Schwan, imposant und anmutig. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben ihr. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ah, okay. Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Da, neben dem Symbol. Okay, das ist natürlich mein Favorit. Du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. Was, wo? In Ordnung. Ach so, da runter. Okay. Na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Okay. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Scheiß. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Okay, wir holen uns auch gerade mal einen neuen. Das war hier schon mal nicht richtig. Also geh mal in die Richtung. Ich sehe
Wir müssten hier lang, oder? Okay, ich hole mal meinen neuen. Der ist gerade am Abbrennen. So. Oh, da vorne konnte ich doch nichts machen. Ach so, hier rüber. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Ah, hier. Sehr gut. Siehst du irgendwas? Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Ein was? Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. So schnell ich kann. Ah, nice. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Gleicher Weg? Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir... Werkzeug. Oder? Hier landen würde. Nee. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist nochmal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Das Schlimmste, oh Mann. Ah, schau mal hier nochmal. Sackgasse. Okay, das ist wirklich effektiv der gleiche Weg. Gut. Neuer Start. Hier drüber. Okay. Easy enough. Ein bisschen von da kommen, oder? Oh, lass mich jetzt hier bitte nicht drauf gehen. Ah, sehr gut. Ja, das ist unser Feuer. Hopp. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, das sieht geil aus. Versteckt unser Freund der Löwe etwas. Ja, immer die Löwen. Aber schön, dass der Löwe ist. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, oh, Mutter. Vorsichtig, sonst frisst er dich noch. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Ah, die 10 dunkel. Also ich hab von dir keinen mehr. Okay, hier sehr gut. Hier ist stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere... Na bitte. Okay, also... Du machst es? Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Amicia, das kann man doch Notizen, bewegen hier. Das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Wo denn? Ah, da. Diese Zeichen Aber auf seinem Oberkörper, das Ding Lukas. Da drauf. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas,
Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja, einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Oh, sowas jetzt schon wieder. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Was? Der Alkoven mit dem Vorhang? Immer mit der Ruhe. Pflegte zu sagen, beruhige okay. Deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Lukas! Dieser Mechanismus ist derselbe wie im Château d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Nee, bestimmt nicht. Aber wenn das in der Vergangenheit schon so oft passiert ist, dann hätte es doch Sinn gemacht, das ein bisschen besser zu dokumentieren. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob... Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon. Oh Gott. Okay, wir haben es gefunden. Das ist ab. Oh, Scheiße. Lukas, nein. Ich hab... Seppen, bring es her. Sie kommen zurück. Sie gruppieren sich neu. Okay. Oh. Überhaupt nicht. Oh, fuck. Weiter, wir haben es fast geschafft. Stell es hier hin, gut. So. Dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern. Wir dürfen nichts verbeugen. Sie kommt zurück. Oh, Mann. Papa hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auch zu den Destillierapparaten. Okay. Dann machen wir hier einmal drehen. Oh, weiter geht's nicht. Alles klar, dann geht's aber in die Richtung. Da kann er eigentlich doch mit der Flamme mitgehen. Amicia, oh nein. Okay. So, weiter drehen. Gehst du mit? Ah, toll. Pass auf! Ah, er konnte es auch. Ja, super. Ach so, wir müssen noch weiter. Ich dachte, das Ding wär's. Zurück an die Arbeit. Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest ich würde jetzt auch gerne dahin, weil da hat es zwei Sachen zum Aufnehmen. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst zurück das auf. Hier an. Oh, fuck. Oh. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Ach, da. Und da. Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los. Sehr gut. Die Wahrheit wird aus dem Munde fließen.
Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor, die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Braucht es nicht normalerweise Hitze, damit das da hinten funktioniert? Oh, Scheiße. Nein, ich muss die Fackel entzünden. Ich weiß nicht, was du tust, aber mach schnell. Ich halte sie zurück. Wo sind die anderen? Zum Leben. Lukas, ich weiß nicht, ob du stoppen kannst. Ah, Scheiße, da. Okay, Gott sei Dank. Ich hab nichts mehr. Lukas! Was? Was geschieht hier? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Hä, aber was? So sollten sie uns jetzt nicht mehr angreifen. Ich meine, wenn sie uns jetzt töten, dann können wir quasi unserem Bruder nicht mehr helfen. Und was auch immer in ihr ist, geht dann raus. Hä? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia... Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Okay, für einen Moment dachte ich jetzt, jetzt kommt das Ende. Und wäre es das Ende jetzt gewesen, dann hätte ich gesagt, das kommt ein bisschen zu schnell. Aber ja, es ist ja noch die Sache mit der Mutter. Und ich dachte, bei ihm passiert es ein bisschen mehr, wenn er das trinkt. Amicia, Amicia, Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr, er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Hugo! Hey, wo Hugo? Steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Oh nein. Er ist... weg. Thank you.
Ja, und da sind wir wieder. Ah, das hätte alles so gut sein können. Aber er muss natürlich weglaufen. Sachte. Ach, Mann. Ganz wetten, langsam. Dass er dann, wetten, dass er dann gefangen genommen wird irgendwo. Er weiß doch nicht mal, wo er hinlaufen soll. Naja. Liebe Leute, wir sind über der Zeit. Wir schauen dann in der nächsten Episode, wie es weitergeht. Mir hat es gefallen. Hoffe euch auch. Wenn dem so ist, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und vielleicht sogar ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.